Moin, schön, dass ihr meinen Kanal gefunden habt und bei mir reinschaut. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ich mir meine Blumendeckel gebastelt habe, und zwar aus Knetbeton. Ich zeige euch das Ganze mal so ein bisschen aus der Nähe. Hier habe ich meinen Blumendeckel einfach auf ein altes Marmeladenglas draufgesetzt und meine Wildkräuter da so reingesteckt, die Wildblumen. Hier habe ich jetzt so Dekogläser genommen und da die Deckel da drauf gestellt und den einfach mit Kunstblumen reingesteckt. Das geht natürlich auch. Hier ist noch eine kleine Auswahl mit dem Anmalen. Ich habe jetzt mit Metallicfarben gearbeitet. So, und nun möchte ich euch natürlich zeigen, wie ich mir meine Blumendeckel gebastelt habe. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Für meine alten Gläser wollte ich ja die Blumendeckel machen. Ich packe die Gläser mal ein bisschen zur Seite, dass ich Platz habe. Dann habe ich einmal so eine Noppenfolie, die kann man ganz toll nehmen fürs Muster oder eben so eine Spitzendecke. Dann habe ich hier so einen Ausstecher, für, das geht am einfachsten, aber ihr könnt natürlich auch irgendeine andere runde Form nehmen und das dann einfach ausschneiden. Jetzt habe ich hier so einen alten Pinsel, ihr könnt auch einen Stock nehmen, um da die Löcher reinzukriegen. Ganz zum Schluss, wenn es nachher trocken ist, braucht ihr nachher noch ein bisschen Schmirgelpapier, um die Seiten vielleicht ein bisschen glatt zu machen. Und natürlich Knetbeton. Ich habe jetzt meine Knetbetonmasse mit Fliesenkleber gemacht. Ich schreibe euch das unten in der Infobox rein, wie das Verhältnis ist, also wie ich das gemischt habe. Als erstes habe ich jetzt so ein bisschen Knetbeton genommen und mir da schon mal so einen Ball gemacht. Und den mache ich schon mal so ein bisschen flach und lege mir den hin. Dann habe ich als Hilfsmittel immer gerne so zwei so kleine Bretter. Die sind jetzt so knapp 1,5 cm dick. Da kann man das gut gleichmäßig ausrollen. Zum Ausrollen habe ich hier so eine Acrylrolle, ist das vom Kuchenbacken. Ihr könnt natürlich auch eine leere Flasche nehmen, das geht genauso gut. Jetzt mache ich das schon etwas flach, dann brauche ich nicht ganz so viel rollen. Dann lege ich einfach jetzt meine Noppenfolie hier drauf und walze das aus, dass das schön gleichmäßig wird. Mit den Stöckern ist das richtig schön gleichmäßig dick. Dann kann ich das so abziehen und dann habe ich hier schon mein Muster. Ich nehme jetzt ja meinen Ausstecher und setze den jetzt einfach hier so rein. Wenn ihr den nicht habt, wie gesagt, nehmt ihr einfach irgendwas Rundes, setzt das so drauf. Ich mache das hier mal die Kante und dann könnt ihr das so entlang schneiden mit einem alten Messer und dann habt ihr die Form auch. Jetzt nehme ich mir das hier erstmal weg, den Überschuss, den kann ich hier einfach jetzt so wegnehmen. Dann nehme ich mir jetzt meinen alten Pinsel oder ihr nehmt einen Stock und dann mache ich hier meine Löcher schon rein, wo nachher die Blumenstiele durchkommen. Da könnt auch so viel und so wenig drauf machen, wie ihr möchtet. Ich gucke mal eben, wie viel Platz hier ist. Aber da vorne werde ich auch noch so einen machen. Gut, jetzt kriege ich hier Besuch. Hundi kommt hier, na Ben? Dann kann ich das hier schon so runternehmen und dann kann ich das auch schon weglegen zum Trocknen. So, und mit der Spitzendecke geht das genauso. Ich habe mir das schon so ein bisschen flach hingelegt, lege meine Decke hier so drauf und gehe dann mit meinem Acrylblock hier rüber zum Wälzen. Wie gesagt, ihr könnt auch ganz normale Flasche nehmen, gehe ein paar Mal rüber und ziehe das so ab und dann habe ich mein Muster da drin und das klebt auch nicht, also die kann man immer wieder verwenden. Und jetzt zeige ich euch das einfach noch mal hiermit. Dann drücke ich hier einfach jetzt mein Muster rein, also beziehungsweise die Form, die ich haben will. Ich wollte das ja nun rund haben und gehe dann hier einfach so rundum und dann habe ich dann meine Form. Und bevor ich das abnehme, mache ich hier jetzt schon meine Löcher rein für die Blumenstiele. Meine Blumendeckel sind jetzt alle schön durchgetrocknet. Diesen habe ich jetzt schon geschliffen, dieser noch nicht. Ich habe hier jetzt noch so ein Holzspießchen, weil manchmal sind diese Löcher nicht ganz durchgestochen. Also sind noch so kleine Ränder da. Da kann man das nämlich mit dem Holzstab noch einmal richtig so durchstechen. Muss man dann so ein bisschen durchdrücken. Ich zeige es von der anderen Seite, ihr seht. Und dann sind die Löcher wieder ganz da. Und zum Schluss könnt ihr dann mit ein bisschen Schleifpapier hier die Kanten noch so ein bisschen
glatt schleifen und dann ist es fertig zum Bemalen. Zum Bemalen würde ich jetzt wirklich wasserfeste Farbe nehmen, weil das ja nachher eventuell mit Wasser in Berührung kommt, weil da ja auch die hier Blumenstiele durchgestochen werden. Ich werde jetzt einfach weiße Acrylfarbe nehmen und noch so ein bisschen Metallicfarbe und mal gucken, wie ich die jetzt ganz anmal. Aber ich habe mir gedacht, ich male nur hier oben rum an die Seiten und unten werde ich nicht anmalen, weil ich möchte, dass man den Beton noch sieht. So, ich habe meine Blumendeckel jetzt soweit fertig. Ich habe jetzt einiges ausprobiert. Diese hier habe ich jetzt einfach nur mit einem Schwamm und ein bisschen weißer Acrylfarbe so ein bisschen drauf gewischt. Hier habe ich einmal weiß grundiert und dann Metallicfarbe so oben leicht drüber gewischt. Diese habe ich jetzt ganz in Metallicfarbe angemalt. Und ich muss ehrlich sagen, mein Favorit ist eigentlich weiß grundieren und dann mit einer zweiten Farbe, das muss nicht unbedingt Metallicfarbe sein, nochmal so darüber gehen. Ich finde, das sieht am besten aus. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Anregung geben, was man mit Beton noch so alles basteln kann. Ich hoffe, ihr bastelt fleißig nach. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Zementwolke.